So, herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Allgemeine Didaktik, Bildungswissenschaften. Dabei finden wir uns und zwar in der Theorie dritten Grades. Und jetzt wollen wir uns mit dem netten Herrn Herbarts beschäftigen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar Herberts Systematik der Pädagogik. Ein Bestandteil der Theorie dritten Grades. Und die Theorie dritten Grades, kurz zur Wiederholung, ist die Theorie der Theoretiker und kann man als Begriff der Erziehungswissenschaften verstehen oder erziehungswissenschaftliches Wissen. So, und hier wollen wir jetzt erstmal einige Dinge feststellen. Und zwar das Erste, was wir feststellen müssen, ist auf jeden Fall allgemeine Pädagogik aus dem Zweck. So, wenn ich noch die Rechtschreibung einhalte, dann passt das alles gut beieinander. Das könnt ihr euch merken zur Systematik der Pädagogik, wenn ihr das Ganze mal definieren sollte. So. Ja, dieser nette Herr hat sich gesagt, drei Bücher. Zack, erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch, die solltet ihr auf alle Fälle drauf haben. So. In Buch 1, Zweck der Erziehung überhaupt. So. Buch Nummer 2. Da haben wir drin die Vielseitigkeit des Interesses. Vielseitigkeit des Interesses. So, und Buch Nummer 3, da finden wir die Charakterstärke der Sittlichkeit. Die guten alten Sitten, sage ich nur. So, ja, dahinter stehen ein paar nette Begriffe. Also wenn ihr mal nach ein paar Begriffen gefragt werdet, zum Beispiel die Moralität, einer der wichtigsten Begriffe, auf die wir gleich jetzt zu sprechen kommen, und zwar Moralität. Wir wissen alle, was Moral bedeutet. Können wir eigentlich einen Fußballverein nehmen? Hat der Fußballverein eine gute Moral oder nicht? Können wir definieren anhand der Ergebnisse, die sie bringen. So, und zwar das hier heißt einfach der Zögling soll sich selbst finden. So, dann mache ich hier nochmal zack, weil das geht dann noch ein bisschen weiter. Wenn ihr da nachschlagen wollt, steht euch das gerne zur Verfügung. So, das zweite Buch beschreibt den Begriff des Unterrichts. Unterricht, Unterricht, ein ganz wichtiger, entscheidender Begriff. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, Erziehung durch Unterricht. So, und als nächstes haben wir den Begriff der Zucht. Auch so alte Begriffe, die man heute gar nicht mehr verwendet. Die hört man nirgendwo mehr. So. Und das ist Herberts Systematik der Pädagogik. Und hieraus lassen sich jetzt einige Dinge ableiten. Und zwar wollen wir heute uns nur mit der Moralität beschäftigen. Moralität nach Herbart. So, das unterstreichen wir jetzt mal. Zack. So, und ich denke mir, wir erstellen da mal ein Mindmap. Das ist ganz gut für die Übersicht. Sprich, wir machen uns erstmal hier zwei Wege. Wenn ihr den Begriff der Moralität so definieren sollt, nach Herbert, dann habt ihr auf der linken Seite die Vielseitigkeit des Interesses. Und das meint einfach nur als künftigen Zweck. So, das tun wir auf die linke Seite. Ich würde mal sagen, ich hoffe, ich kriege das hier alles gut hin. So, wir machen nämlich ein bisschen kleiner das gute Stück. Zack, das auf der linken Seite. Könnt ihr auch auf die rechte Seite packen, das ist dann egal. Hauptsache, ihr habt eine Trennung zwischen dem, was jetzt kommt, und zwar die Charakterstärke der Sittlichkeit. So, und wir finden, wie gesagt, die Begrifflichkeiten, die wir jetzt hier haben, finden wir ja da oben in den Büchern wieder. Sprich, das hat alles ein bisschen miteinander zu tun. Da können wir ein paar Verknüpfungen herstellen. So, und Charakterstärke der Sittlichkeit meint einfach nur den notwendigen Zweck. So, das tun wir hier unten hin. Als notwendiger Zweck. Also ohne Charakterstärke funktioniert es einfach nicht. So. Die Moralität braucht eine Charakterstärke als notwendigen
Zweck. Und für die Vielseitigkeit des Interesses brauchen wir den künftigen Zweck. So, ja. Rechts sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt haben wir links noch drei Begrifflichkeiten, die da runterfallen. Und zwar wieder der Begriff der Vielseitigkeit. Ihr merkt, der ist gar nicht so unwichtig. Und Vielseitigkeit kann man auch als Klarheit bezeichnen. Wir finden da noch weitere Beispiele. Ich habe mir immer eins aufgeschrieben. Ich denke mal nicht, dass Sie nach 5, 6 Beispielen da fragen. Dann Interesse der Erkenntnis. Sprich, die Spekulation ist damit gemeint als Beispiel. Auch hier gibt es mehrere Begrifflichkeiten, die ich unterordnen kann. Und zu guter Letzt haben wir Interesse der Teilnahme. Man möchte ja auch an der Gesellschaft teilnehmen. Man hätte auch jetzt hier Gemeinschaft hinpacken können. Gesellschaft ist so ein etwas geläufiger Begriff. So, und wenn ihr die Moralität so ein bisschen definieren sollt nach Herbert, dann empfiehlt es sich, zu einer Lösung zu kommen. Und die Lösung wäre hier durch Unterricht. Also hier haben wir wieder den Unterrichtsbegriff. Und auf der anderen Seite haben wir hier durch Zucht. So. Das heißt, wir kommen zur Zucht über die Charakterstärke der Sittlichkeit als notwendigen Zweck. Und zum Unterricht kommen wir durch die Vielseitigkeit des Interesses, wo die drei Punkte Vielseitigkeit, Interesse der Erkenntnis und Interesse der Teilnahme einzuordnen sind. So, und als Mindmap, damit wir das komplett haben, nehme ich jetzt die rote Farbe. Sprich, zack, die Oberbegrifflichkeiten, ganz wichtig, Charakterstärke und Vielseitigkeit. Und dann kommen wir hier hin zu den drei Punkten und hier können wir direkt zur Zucht gelangen. Und hier kommen wir dann direkt zum Unterricht. Hier hätte man jetzt noch den Begriff der Regierung hier hinpacken können. Allerdings bin ich noch nicht darauf gekommen, was der jetzt exakt meint. Wenn das jemand weiß, kann er es gerne auch in die Comments schreiben. So, ich schreibe den gerne mal hier hin als Ergänzung, aber in Klammern, weil den kann ich jetzt nicht definieren, den Begriff. So, ich markiere nochmal die wichtigen Begriffe und zwar Vielseitigkeit ist hier wichtig und Charakterstärke. Und wenn ihr das in Verbindung mit der Moralität bringt, sollte euch dieses Mindmap eigentlich geläufig sein. Schafft euch eine Struktur. Erstmal Herberts Systematik der Pädagogik. Aha, weiß es sofort Bescheid. Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck. Drei Bücher. Zweck der Erziehung überhaupt, Vielseitigkeit des Interesses, Charakterstärke der Sittlichkeit und dann pickt ihr euch diesen Begriff der Moralität heraus, beziehungsweise wird das bei mir so gemacht. So, haben wir hier und diesen können wir dann hier nochmal aufstückeln. So, so kommt man zu einer Argumentationskette und kann den Begriff der Moralität definieren. Es gibt da zwei Wege. Die trennen sich, enden beim Unterricht und bei der Zucht. So, danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Comments hinein. Ansonsten empfehle ich euch gerne, dass ihr nochmal googelt oder vielleicht nochmal in die Literatur schaut, was da nochmal zu steht. Weil es ist sehr, also für mich sehr schwer auch zu erklären, weil ich bin jemand, der lernt stichwortartig so und versucht dann irgendwie einen Satz hinzubasteln, je nach Fragestellung. Es kommt ja auch sehr häufig auf die Fragestellung drauf aus. Drauf an. Deshalb können wir jetzt hier nicht irgendwie ja, das Ganze noch in 2, 3 Sätze packen, sondern merkt euch das stichwortartig, dann kommt ihr am besten damit zurecht. So mache ich es, aber da hat jeder seinen eigenen Weg zu lernen. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao!